3, 2, 1, Maya, wo hast du dich versteckt? Erschreckt! Ich hab mich getarnt als fliegender Käfer. Du solltest mal dein Gesicht sehen. So, jetzt bin ich mit Verstecken dran. Ich wette, du findest mich nicht. Gut. Da kommt ja schon mein drittes Töpfchen. Fleißiges Bienchen. Immer Neinchenfektor. Veilchennektar. Den mag ich am liebsten. Her damit. Danke. Ihr Bienen denkt aber auch nur an euch. Wer sammelt, der muss auch abgeben. Ja, und zwar mir. Dankeschön. Hilfe, Nektardiebe! Ja, die Besten der Wiese. Mutz und Rempel haben mich bestohlen. Schon zum dritten Mal. Jetzt reicht's. Wir stecken mit ihnen unter einer Decke. Nein, mit wem? Ich stecke gar nicht. Fang die Nektardiebin. Willi, wo bist du? Gleich habe ich dich und dann erschrecke ich dich auf. Der Kopf, mir ist ganz drieselig. Oh je. Danke, ich bin Mimi, die Schwebfliege. Hab doch keine Angst, ich bin nur eine Fliege. Mal sehen, sind sie weg? Sind sie weg? Eine Schwebfliege? Du siehst aus wie eine Wespe. Nur fast. Ich bin dünner als die Wespen und habe viel größere Augen. Naja, ich bin eine Schwebfliege. Und mir scheint, du bist vor allem viel netter als die. Diese Wespen sind nämlich gar nicht nett. Das will ich hoffen. Deshalb gefällt es mir überhaupt nicht, mit diesen Rüpeln verwechselt zu werden, kleines Bienchen. Verstehe. Also dann, mein Freund Willi sucht mich bestimmt schon. Wir spielen nämlich Verstecken. Was ist los? Die Bienen sind hinter mir her. Ich kann nicht mitkommen. Ja. Die denken, ich habe ihren Nektar gestohlen. Aber du hast doch gar keinen Nektar. Eben. Dann sag's ihnen. Sie würden mir nicht glauben. Sie halten mich für eine Wespe, so wie du auch zuerst. Es ist immer dasselbe Spiel.